In diesem Video schauen wir uns wieder eine Peer-to-Peer-Plattform an, und zwar Estate Guru, und damit ein recht herzliches Willkommen auf meinem Kanal Money Mafia. Wie immer auf diesem Kanal handelt es sich um keine Anlageberatung. Dies ist keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf, noch zur Ausübung eines gewissen Anlageinstrumentes, und damit gehen wir schon direkt rein ins Video. Estate Guru ist genauso wie Bondora eine estnische Peer-to-Peer-Plattform. Ich habe in dem letzten Video ja Bondora Go & Grow vorgestellt. Das verlinke ich euch hier oben nochmal gerne. Da könnt ihr dann später nochmal vorbeischauen. Doch der große Unterschied, den Estate Guru hat, ist zu Bondora Go & Grow oder allgemein zu Bondora, weil bei Bondora gibt es nur Konsumkredite und bei Estate Guru investieren wir als Investoren in Immobilienprojekte. Das ist natürlich super spannend, weil bei Estate Guru wird das auch entsprechend mit Sicherheit hinterlegt. Also das ist richtig, richtig gut. Und nun schauen wir uns erstmal per se an, was die Plattform so zu bieten hat. Wir haben hier eine durchschnittliche Rendite, die wir erzielen können, von 11,21% laut der Plattform. Investoren haben bereits ca. 41,5 Millionen Euro eingenommen. Die gesamte Finanzierung beträgt schon mehr als eine halbe Milliarde Euro. Wir haben ca. 125.000 Investoren und über 3.300 Kredite, die ausgegeben worden sind. Hier können wir auch schon sehen, wieso diese Kredite aussehen. Also hier sehen wir auch schon alle im hohen Prozentbereich. Das gefällt mir natürlich. Hier haben wir noch mehr erfahren. Und da können wir eigentlich schon sehen, das ist so meistens so die Laufzeit. Das ist eigentlich relativ gut und das ist auch der Grund von Estate Guru, weil normalerweise ist ja eine Immobilienfinanzierung über einen sehr, sehr langen Zeitraum, also über Jahrzehnte. Und Estate Guru ist vor allem dabei sehr interessant für Kreditnehmer, da sie quasi für kurze Zeitspannen zur Überbrückung von Krediten eben angefragt werden können. Und wie wir hier eben sehen, also für Immobilienprojekte sind das alles hier 10 Monate, 12 Monate, 18 Monate oder 24 Monate, was meines Wissens auch der längste Zeitraum ist, was ich bisher so gesehen habe, ist das ja wirklich sehr, sehr kurzfristige Zeiträume eigentlich, wo wir dann entsprechend auch die Kredite dann auch zurückgezahlt bekommen. Also das ist auf jeden Fall ein USP von Estate Guru, das hebt sie auf jeden Fall ab und das macht sie auch so interessant für Kreditnehmer. Ja, hier wird nochmal so beschrieben, wie Estate Guru genau funktioniert. Also wir haben die Plattform in der Mitte. Und wir als Investoren investieren quasi direkt in einen Kredit rein. Anders als bei Bondora Go & Grow, wo wir einfach nur Budget zur Verfügung stellen, sondern unser Geld geht wirklich 1:1 zum Kreditnehmer. Dabei ist auch wichtig zu sehen, dass wir eine Mindestanlagesumme von 50 Euro pro Kredit haben. Also wenn ihr jetzt nur 10 Euro habt oder sowas, dann könnt ihr nicht in einen einzigen Kredit rein investieren, sondern der Mindestteil kann immer nur 50 Euro betragen und ich persönlich handhabe es auch so, ich investiere auch nie mehr als 50 Euro in einen Kredit, weil meine gesamte Anlagesumme auch jetzt noch nicht so riesig ist. Das soweit zur Vorrede und jetzt schauen wir uns mal die Plattform an, wie sie aussieht, wenn ich eingeloggt bin. So, da habe ich mich mal fix eingeloggt und hier haben wir das Dashboard zum Start. Hier sehen wir so die ersten Grundinformationen. Also das sieht auf jeden Fall alles gut aus. Ich habe momentan 34 Kredite im Umlauf, eine Jahresrendite von 10,42% berechnet laut dieser Plattform. Das ist monetär gesehen gesamt 119,65 Euro und ich habe einen Gesamtkontostand in Höhe von 1.717,99 Euro. Der aktuell verfügbare Betrag sind 35,92 Euro und da können wir schon dieses Problem in Anführungszeichen sehen, dass wir eben entsprechend nur ab 50 Euro investieren können. Also mir fehlen hier noch gute 14 Euro, damit ich dann in den nächsten Kredit investieren kann. Und darauf warte ich jetzt auch schon. Und hier können wir auch so die Einnahmen im Zeitverlauf sehen. Also ist eigentlich relativ cool gemacht. Also man sieht hier, es ist nicht so einheitlich, wie es zum Beispiel bei Bondora Go & Grow ist, weil es natürlich abhängig davon ist, wann ich diesen Kredit nehme, wie lange dieser läuft. Wir sehen hier, wie das Portfolio aussieht und wir sehen vor allem auch, wie diese Kredite momentan aussehen, wie viele finanziert sind, wie viele verspätet sind. Wir haben ja eigentlich ganz coole Möglichkeiten der Auswahl und hier können wir auch sehen, in welchen Ländern Estate Guru unterwegs ist. Das ist zumindest gerade ja mein Portfolio. Und da sehen wir eben, dass wir Deutschland, Estland, Litauen, Lettland, Finnland und Spanien haben, in die investiert wird. Also es ist auch relativ breit gefächert im Vergleich zu Bondora, was wir da eben nur mit drei Ländern haben. Also ist ganz interessant. Und was vor allem auch hier so richtig gut ist, bei
Asset Guru. Wir sehen es hier bei mir, 100% ihres ausstehenden Portfolios ist durch eine erstrangige Grundschuld besichert. Das heißt, in diesem Vorrang ist es so, dass wir eine Immobilie haben und die ist in jedem Fall mit einer weiteren Immobilie abgesichert. Das heißt, wenn ein Kreditgeber theoretisch nicht zurückzahlen kann, und ich habe jetzt, glaube ich, erst von einem einzigen Fall gehört, wo das tatsächlich nicht passiert ist, dass Kreditnehmer nicht zurückzahlen konnte oder wollte, ich weiß ja nicht die Hintergründe, aber da haben wir immer noch eine weitere Immobilie in der Hinterhand, die man theoretisch veräußern könnte, um dann quasi die Kreditgeber zurückzuzahlen. Also ich bin hier bei Asset Guru trotz der hohen Zinsen, die wir hier verdienen, relativ optimistisch und vertraue dieser Plattform. Macht natürlich ihr eure eigenen Analysen weiterhin, aber ich persönlich bin eigentlich von der Plattform recht angetan. Und wenn ich so die Plattform sehe, die ich so in meinem Portfolio habe, das sind aktuell 3 an der Zahl, wo ich P2P-Kredite habe. 2 habe ich jetzt mit der Vorstellung heute schon vorgestellt. Die nächste Plattform, die ich sonst noch vorstellen werde, ist Mintos. Aber Asset Guru ist tatsächlich meine Lieblingsplattform von den allen, weil wir hier eine aus meiner Sicht relativ hohe Sicherheit haben aufgrund dieser besicherten Kredite bei tatsächlich relativ hohen Renditen, die wir erzielen können. Wenn wir nun hier oben in der oberen Spalte auf Investieren gehen, dann können wir hier auch zum Beispiel aus unterschiedlichen Strategien wählen, konservativ, ausgewogen, individuell. Bei mir hier ist das Individuelle pausiert, das ist quasi der Auto-Invest, der dort angeschmissen wurde. Da ist jedoch das Problem, dass der Auto-Invest erst agiert ab einer Summe von 250 Euro. Das heißt, so schwer es ist, muss man, also investiere ich tatsächlich aber jeden Kredit einzeln und händisch. Das fällt einem aber relativ leicht, weil immer wenn ein neuer Kredit gerade zur Verfügung steht, bekommt man eigentlich eine E-Mail-Benachrichtigung und dann kann man kurz abchecken, ob das für einen was passt, und wenn das für einen passt, dann kann man über Direktlink eben in diesen Kredit rein investieren, und das ist sehr gut aus meiner Sicht gemacht. Man kriegt sofort diese Übersicht, diese Mails, das hilft auf jeden Fall, und ich glaube, da haben sie einen guten Schritt eben gegangen, weil sie wahrscheinlich auch dieses Problem kennen, weil ich glaube, keiner will jeden Tag reingucken, gucken, ob neue Kredite da sind, sondern wirklich erst benachrichtigt werden, wenn entsprechend interessante Projekte verfügbar sind. Genau, was wir bei Asset Guru auch noch haben, was wir auch bei Bondora haben, was ich da auch noch nicht erwähnt hatte, war, dass wir eine Auszahlungsgebühr haben in Höhe von 1 Euro. Das ist jetzt nicht so riesig groß, aber ich würde natürlich trotzdem erst auszahlen, wenn es wirklich dann im dreistelligen Summenbetrag ist, weil ansonsten, wenn ich jetzt zum Beispiel 100 Euro habe, dann ist es immer noch 1% von Auszahlung. Ich meine, das ist jetzt vielleicht kleinkariert, und wenn ich unbedingt an das Geld rankommen müsste, dann würde es mich wahrscheinlich nicht interessieren, aber ich möchte mir natürlich hier auch einen größeren Teil von einem zusätzlichen Einkommen mit generieren, dass ich da eben, wie gesagt, Einkommensinvestor werde, und das ist auf jeden Fall eines meiner Ziele, und von daher, da habe ich persönlich noch nicht ausgezahlt, aber es gibt viele Berichte schon darüber, und die sind eigentlich durch die Bank weg positiv. Jetzt möchte ich euch auch mal ganz kurz zeigen, wie so ein Kredit aussieht. Also wir gehen dann dafür auf Investieren. Ist natürlich der Erstmarkt. Und da haben wir hier, wie gesagt, diese Übersicht. Hier können wir eben sehr schön sehen, was wir für eine Art von Kredit haben. Dann haben wir eben in dem Land, wo diese Immobilie steht, dann haben wir eben den Betrag, der momentan noch aussteht. Wir haben hier einen Zins, der angeboten wird. Und für mich immer eine sehr wichtige Kennzahl ist LTV, also Loan to Value. Das heißt, wie hoch ist die Kreditsumme im Vergleich zum Wert der Immobilie? Das ist immer eine sehr gute Kennzahl. Wir haben es hier eigentlich, ich habe, glaube ich, noch keinen gesehen gehabt, der deutlich über 75% lag. Wir haben jetzt hier mal einen mit 75%, vielleicht mal 80, 85 gesehen, aber wir sind auf jeden Fall immer deutlich unter 100, und das ist ein sehr, sehr gutes Zeichen, wenn diese Kreditsumme eben nicht so hoch ist wie die Immobilie, die dann im Zweifel auch einfach dafür genutzt werden kann, um bei einer Nichtrückzahlung einfach die Kreditgeber auszuzahlen. Und wir sehen die Laufzeit und auch den Plantyp. Wenn wir einfach mal zum Beispiel hier reingehen, über diesen Überbrückungskredit, dann finde ich das eigentlich recht nice gemacht, muss ich sagen. Also wir haben hier die Immobilie, wir können hier auch mehrere Bilder uns angucken. Also es ist schon echt cool, muss ich sagen. Ja, also man hat hier wirklich die Auswahl. Und jetzt haben wir hier noch weitere Informationen, die hier nochmal genauer aufgeschlüsselt sind. Und was auch ganz cool ist, wir haben hier sogar eine Adresse, wo entsprechend diese Immobilie steht. Das heißt, man könnte theoretisch, wenn man gerade mal in der Nähe ist, auch vorbeifahren und gucken, wie das Projekt sich verhält. Also es ist schon ganz spannend. Wir haben hier auch noch weitere Projektinformationen. Also ich muss sagen, es ist recht transparent, und ich finde es ein extrem cooles Projekt. Wir haben hier auch eben Unternehmen, was diese Bewertung der Immobilie vorgenommen hat, und hier unten nochmal ein Teil von den FAQs. Also ich muss sagen, ich bin tatsächlich sehr von Asset Guru angetan. Und werde auf jeden Fall meine Investition hier auf dieser Plattform auch ausbauen zu gegebener Zeit. Wenn ihr nun auch Interesse habt, bei Asset Guru einzusteigen,
Macht natürlich vorher noch eure weiteren Analysen, die ihr dafür benötigt, weil es war jetzt nur ein grober Überblick über die Plattform, was sie so bietet, was man darauf so machen kann. Dann würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr euch über meinen Affiliate-Link anmelden würdet. Den packe ich euch unten in die Videobeschreibung rein. Unter diesem Link verdient ihr 0,5% der Summe, die ihr in Kredite investiert hier auf dieser Plattform innerhalb der ersten 90 Tage. Also eine recht coole Sache aus meiner Sicht. Macht das auf jeden Fall auch. Und 0,5% gehen dann ebenfalls auch von dieser Summe, die ihr anlegt, auch an mich. Und daher würde es mich natürlich freuen, wenn ihr meinen Link hier nutzt. Wenn ihr aber natürlich nicht meinen Link nutzt, dann nehmt gerne einen Link von anderen Freunden, Bekannten, wie auch immer, weil ihr könnt hier tatsächlich bares Geld beisparen und macht das auf jeden Fall. Dann würde mich eure Meinung zu diesem Video unten in den Kommentaren interessieren. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir gerne ein Like da, das würde mich super freuen und das zeigt dem Algorithmus, dass andere Privatinvestoren auch darüber benachrichtigt werden sollen, was hier SEGuru für Möglichkeiten bietet. Und ihr würdet mir auch unheimlich helfen, wenn ihr meinen Kanal abonniert und dabei auch die Glocke aktiviert, dann werdet ihr immer benachrichtigt, wenn ein neues Video von mir rauskommt. Jetzt lasse ich euch hier noch eine Videoempfehlung und eine Playlist von mir einblenden. Wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.